Hey Leute, Kicks am Start. In diesem kurzen Video zeige ich euch alle Artefakte der Woche 5. Wenn ihr nichts mehr rund um die Artefakte oder generell um Fortnite verpassen wollt, lasst mir doch gerne ein Abo da und aktiviert auch die Glocke. Wir beginnen direkt hier mit dem ersten Artefakt und das befindet sich hier an dieser Stelle bei Believer Beach. Ich zeige euch natürlich das gleich auch nochmal auf der Map, aber ich möchte euch das nur nochmal genau zeigen, denn es ist gar nicht so leicht zu finden. Hier bei diesem blauen Haus ist es nämlich hier unter diesem kleinen Vordach an dieser Stelle und jetzt zeige ich euch das Ganze nochmal auf der Map. Artefakt Nummer 2, das finden wir im Pleasant Park und zwar genau hier, ganz in der Mitte von diesem Park, genau dort findet ihr das Artefakt hier auch nochmal auf der Map für euch. Das dritte Artefakt in dieser Woche findet ihr in der Nähe von Craggy Cliffs und zwar ist hier so eine kleine Lagerfeuerstelle mit ein paar Zelten in der Nähe von Craggy Cliffs. Natürlich zeige ich euch auch das hier nochmal auf der Map. Artefakt Nummer 4, das vorletzte für diese Woche, das finden wir hier hinter der Telefonzelle, hinter der Bushaltestelle bei Retail Raw, auch natürlich hier nochmal auf der Map für euch, dort findet ihr das Teil. Das letzte Artefakt in dieser Woche findet ihr bei Misty Meadows und zwar genau hier beim Kirchturm ganz oben. Dort findet ihr das letzte Artefakt hier auch nochmal auf der Map zu finden. Wenn ihr die Missionen dieser Woche noch nicht erledigt habt oder da Fragen dazu habt, hier sind die Videos zu den Missionen dieser Woche, sowohl die epischen als auch die legendären Aufgaben. Jetzt haut rein und bis zum nächsten Mal, euer Kicks.